Beziehungen, Bewusstsein, Vaterschaft. Das sind meine drei Kernkompetenzen. Und wenn dich das interessiert, dann schau dir dieses Video an. Hallo, grüße euch! Ich hoffe, alles okay bei euch. Ich weiß, wir leben in sehr interessanten Zeiten. Umso mehr bin ich motiviert, dieses Video für euch zu drehen und vielleicht dem einen oder anderen vielleicht eine Hilfestellung zu geben. Und zwar, ich in diesem Video gehe auf meine Kernkompetenzen etwas ein. Es wird kein mega ausführliches Video, weil ich könnte stundenlang über dieses Thema reden. Das mache ich dann im Coaching. Aber dass du mal kurz einen Einblick hast, was sind eigentlich die Kernkompetenzen von diesem Typen hier. Okay? Ich sehe es so, meine Kernkompetenzen sind in Beziehungen vaterschaft und bewusstsein ja denn äh, diese themen beschäftigen mich am meisten und genau diese themen sind sehr sehr wichtig in unserem leben speziell als väter natürlich aber wenn du jetzt nicht vater bist und dieses video anschauen solltest beziehungen und bewusstsein ist definitiv etwas für dich starten wir mit bewusstsein äh, was meine ich mit bewusstsein wie gehst du durch die welt Passiert dir alles? Bist du das klassische Opfer und sagst, oh mein Gott, äh, aber äh, wenn einer zu dir kommt und sagt, ja, okay, äh, aber das ist mir passiert, der hat das gesagt, sie hat das gemacht, du, wenn du nur wüsstest? Ja? Oder bist du der, der äh, alles erreicht, was er erreichen will, koste es, was es wolle? Oder bist du ein Mensch, der dem alles irgendwie so ins Schoß, in den Schoß fällt, aber der trotzdem macht und tut, aber einfach immer das Glück hat? Im richtigen äh, Fleck steht. In einem Video habe ich es natürlich sicher, mit Sicherheit schon erwähnt über die Bewusstseinsebenen, mit denen ich sehr, sehr gerne arbeite mit meinen Kunden, mit meinen Klienten bei meinem ganzen Coaching. Und zwar, ich sehe es so, es gibt vier Bewusstseinsebenen, in denen wir leben. Ich habe es schon ganz am Anfang gesagt, die erste ist diese Bewusstseinsebene, diese klassische Opfermentalität, alles passiert mir. Egal was passiert, alles passiert mir im Leben. In dieser Bewusstseinsebene ist es total schwer und so gut wie unmöglich, irgendwie weiterzukommen in deinem Leben, weil du gibst die Verantwortung immer anderen Menschen. Ja? Wenn du nur wüsstest, der hat das gemacht und sie hat das gemacht. Die ganze Story, deine Story. Das im Grunde interessiert keinen. Wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, wenn du weiterkommen möchtest in deinem Leben, musst du den Finger von hier Richtung hier tun. Das heißt, nicht, also ich meine, von hier Richtung hier tun. Das heißt, nicht die da draußen sind schuld, sondern wenn etwas in deinem Leben passiert, dann mach es du. Auch wenn etwas schief läuft, dann bist du verantwortlich. Wenn, wenn du Verantwortung übernimmst, dann hast du auch die Macht es zu verändern, dann hast du die Kraft, es zu verändern. Dann bist du in der zweiten Bewusstseinsebene. Das heißt, ich nenne diese Be Bewusstseinsebene eben, wenn etwas passiert im Leben, dann passiert es durch mich, ich mache es. Das ist eigentlich so eine klassische ähm, ja, Geschäftsmann- oder Geschäftsfrau-Mentalität, wo wirklich 120 Stunden Wochen, du machst alles, du unternimmst alles, was du nur kannst dass das, was du vorhast, dass das klappt. Es ist eine sehr kraftvolle Bewusstseinsebene, aber ähm, ja, kann dir zum Teil sogar deine Gesundheit ruinieren. Weil ähm, du weißt es, wenn du so ein Mensch bist, wenn du äh, nonstop arbeitest, es gibt auch ein Leben quasi nach der Arbeit und es, man sollte schlafen, sich entspannen äh, ab und zu mal. Und wenn du eine Familie hast, Kinder hast, dann solltest du sowieso auch Zeit investieren mit deiner Partnerin und mit deinen Kindern. Ganz, ganz wichtig, weil sonst ja, hast du eigentlich nichts vom Leben, sage ich ganz ehrlich. Das heißt, super kraftvolle Bewusstseinsebene, aber kann sehr, sehr anstrengend werden. Es gibt eine andere Möglichkeit. Und zwar, wenn du die, das, dein Verlangen nach Kontrolle aufgibst. Dann kannst du in die nächste Bewusstseinsebene kommen. Das ist diese Bewusstseinsebene, wo du wirklich, ja, du machst alles, was du kannst, ja, du tust alles, was du kannst, aber du machst dich nicht fertig und triffst das Leben quasi auf dem halben Wege. Das heißt, wenn etwas im Leben passiert, dann passiert das schon durch dich, aber das Leben fließt durch dich. Ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, ich verwende diese Metapher sehr weil sie so zutreffend ist. Bei, bei der Bewusstseinsebene, dass du ähm, alles machst, alles zum, zum, also alles mh, also kraftvoll mit 120 Stunden machst, da schwimmst du gegen den Strom mit deinem Paddel möglich, aber sehr sehr anstrengend. In der nächsten Stufe, wenn du die, das Verlangen nach Kontrolle und das ist der Schlüssel, das Verlangen nach Kontrolle aufgibst und ersetzt mit einem gewissen Vertrauen in etwas Intelligenteres als wir. Und es, ist, es gibt etwas Intelligenteres als wir, weil sonst wäre das alles hier nicht möglich. Es gibt so viel Wunder hier auf dieser Welt. unserem Organismus alleine, so viel passiert nonstop, dass ich hier überhaupt reden kann, dass du überhaupt atmen kannst. Ähm, ja, das ist kein Zufall. Das, da ist eine Intelligenz dahinter. Oder musst du dich wecken um drei in der Nacht? Musst du den Wecker stellen, zum Schauen, ob dein Herz noch schlägt? Nein, musst du nicht. Es gibt eine Intelligenz und äh, die ist außerhalb von unserem Radar. Aber wenn du das ersetzt, statt diesem Verlangen nach Kontrolle, dann kommst du in diesen Fluss des Lebens. Dann hast du ein Boot positioniert, dass du mit dem Strom fließt, mit dem Wind gehst. Ja? Und ja, auch hier gibt es Probleme und ja, auch dort gibt es Herausforderungen, weil du kannst ja ohne Herausforderungen nicht wachsen. Aber du machst dich nicht fertig. Du mal, das Leben geht weiter und du probierst wieder dein Bestes und wieder und wieder und wieder. Okay, das ist Bewusstseinsebene Nummer 3. Und die vierte Bewusstseinsebene ist schon wirklich ein Schritt ähm, äh, weiter, dass du realisierst, dass wir sind eins. Wir sind eine Gemeinschaft als Menschheit, vielleicht sogar als Welt. Und äh, alles, was du tust, hat sowieso Auswirkungen auf dich früher oder später. Aber ich vergleiche es sehr sehr gern. Äh, Nimm diesen Vergleich, ich liebe ihn einfach. Äh, Stelle ein Pudding vor oder ja, ein Pudding mit Rosinen drinnen. Und wenn eine Rosine sich bewegt, das bist du als Mensch jetzt zum Beispiel, dann bewegt sich die andere neben dir auch. Das heißt, das ist die vierte Bewusstseinsebene. Ja? Das ist äh, eine Kernarbeit von mir. Also ich arbeite sehr, sehr gern mit diesen Bewusstseinsebenen. Und mein Coaching, meinem ganzen Coaching geht es daran. Also darum, dass du in die dritte Bewusstseinsebene kommst dass das Leben fließt, ja, du, du gibst Gas, ja, äh, du probierst alles, was du kannst, ja, alles gehört dazu, Drama, Komödie, super alles, aber du positionierst dein Boot, du gehst mit dem Fluss des Lebens und um das geht es mir, das ist mir eine richtige Herzensangelegenheit, dass wir als Menschheit, du als, als Mensch äh, in diese Bewusstseinsebene kommst und hier operieren kannst und wirklich dein Leben verändern kannst und so, so mit deinen Kindern, ein gut, gutes Vorbild für deine Kinder sein kannst und deine Mitmenschen. Und um das geht es mir. Äh, ja. Das Zweite, äh, wo ich wirklich ähm, sehr, sehr viel Zeit verbringe, ist Beziehungen. Beziehungen, ja, ihr wisst es alle, Beziehungen sind extrem wichtig für jeden von uns. Wir sind ständig in Beziehungen. Egal ob du willst oder nicht, ob du in einer fixen Beziehung bist oder nicht. Du hast sowieso Beziehung mit anderen Menschen. Du kannst allein im Wald auf Dauer nicht überleben. Du brauchst soziale Kontakte. Irgendwann wirst du rausgehen und wirst mit irgendjemand eine Beziehung haben. Und hier habe ich ein Modell, das ich auch von einem Mentor von mir habe, mit dem er Jahrzehnte arbeitet. Und es ist bekannt, unter Psychologen ist es bekannt, dass wir Energien in uns haben. Ja, Persönlichkeiten, wenn man so will. Und wir entwickeln eine Energie stärker wie alle anderen in unserer Kindheit als Überlebensenergie. Das ist die Überlebensenergie. In dieser Energie haben wir gelernt zu überleben in unserem Haushalt, wo wir aufgewachsen sind. Und wir merken dann, dass das nicht und wir denken, wir sind einfach so. Dabei ist es aber so, dass wir jede Energie haben. Wir haben jede Energie in uns. Die Frage ist nur, Gehst du rein in diese Energie? Und ja, wir sind in verschiedenen Energien, je nachdem, was wir tun. In der Arbeit bist du woanders wie zu Hause. Mag sein, aber die interessanteste Energie ist die, wo du zu Hause operierst. Wenn du nach der Arbeit nach Hause kommst und sagst, oh, jetzt möchte ich mich einfach mal nur entspannen. Wo bist du dort? Ich stelle, ich stelle euch die Energien ganz kurz vor. Und zwar, die erste Energie, die ich euch beschreiben möchte, ist, ich nehme sehr, sehr gentiere weil wir können uns mit diesen Tieren gut, wir können das gut assoziieren. Wir, wir wissen gleich mal, wie ein Tier, wie das sich verhaltet. Die erste Energie ist der Gorilla. Der Gorilla ist, kann man auch sagen, der Souverän, der Dirigent. Das ist die Energie hier oben, ich nehme mal einfach oben. Das, ist, das sind Menschen, die gern organisieren, die einen Überblick haben. Wenn man ein Dorf hernehmen würde, wäre das der Bürgermeister. Der sieht alles, das große Ganze und möchte für jeden gut. Ja. Wenn die Energie aber zu extrem wird, zu extrem und zu ausbalanciert, dann wird sie zu einem Diktator, kontrolliert sehr, verlangt sehr sehr viel und das kann sehr sehr anstrengend werden. Und genau für den Menschentypen gegenüber. Und zwar das ist, wenn man heruntergehen, das ist der Fuchs, der Magier, der Magier, der entspannte, der Mensch, der Magie erzeugen möchte, für andere aber auch erleben will. Ja, der, der nicht alles planen will. Der, der zum Teil vielleicht oft sogar zu spät kommt mit dem, den wirst du nie in eine Ecke bekommen. Halt so ein Fuchs. Je mehr du diesen Menschen unter Druck setzt, desto mehr weicht er dir aus. Ja, und diesen Gegenüber. Das heißt, äh, ja, diese zwei Energien haben wir. Dann gibt es noch zwei andere. Und zwar, die eine ist der Wolf. Der Wolf. Das ist der Krieger. Wenn man ihn im Dorf hernimmt, das ist der, der vor dem Tor steht und aufpasst, dass nicht die Wikinger unser Dorf überfallen. Und ähm, der Wolf kann zum Teil sehr, sehr aggressiv werden, ist sehr direkt und hat absolut kein Problem mit Konflikten. Also der spricht Konflikte direkt an und möchte sie gleich, gleich bereinigen quasi. Hat auch überhaupt äh, kein Problem damit, ein gutes Argument mit jemand zu haben. Also will Konfrontation. Ein gesundes, ein gesundes Argument, Gespräch mit jemandem ist überhaupt kein Problem für diesen Krieger, Wolf-Typ und mag aber Inkompetenz nicht. Wenn, die, wenn diese Energie nicht balanciert ist, das heißt nicht unter Kontrolle, sondern ausufert, dann kann sie sehr tyrannisch werden, sehr aggressiv, sehr, sehr laut. Ja? Aber für ein Dorf ist sie sehr wichtig, für die Gemeinschaft sehr wichtig, weil wenn wir den anderen Typ anschauen, wo genau gegenüber ist, das ist das Schaf. Der Lover, der Liebhaber, der kümmert sich um die Gemeinschaft, will Wärme erfahren, will das Wichtigste für diesen Menschen ist äh, Verbindung zu anderen, Connection quasi. Der möchte keine Konfrontation, der würde alles tun, um ähm, der Konfrontation aus dem Weg gehen. Ja? wenn der vom vor steht und das kommen die Wikinger und er sagt, bitte schön, möchte jetzt rein, die Suppe des Tages, heute gibt gibt's Kohlrabisuppe oder was auch immer. Ja, Das heißt, diese Person ist an dieser Stelle nicht die richtige. Ja? Und wenn diese Person zum Beispiel nicht im Balance ist, dann äh, in Streit, in Streitfällen äh, verschließt sich die Person und hat total Angst ja? und geht, zieht sich zurück. Die Personen sind die, wo im Streit eine Woche mit jemand nicht reden können oder ein Tag oder zwei Wochen. Ja? Und ich sage es euch mit diesem Modell kann man alles im Leben grunde erklären ganz ganz viel in eurem Leben kann man aus diesem Modell herleiten und es ist sehr sehr kraftvoll mit dem arbeite ich sehr sehr viel speziell im Coaching mit äh, Menschen äh, wenn es um Beziehungen geht weil hier äh, ja, machen sich Türen auf das könnt ihr euch gar nicht vorstellen und über das könnte ich wirklich ewig reden äh, aber das äh, passiert dann wirklich dann auch im Coaching also mit diesen vier Modellen arbeite ich bei Beziehungs Sachen sehr, sehr gern und allgemein im Leben, weil, wie auch jetzt schon oft genug gesagt, es entstehen Möglichkeiten auf einmal, die man hätte, sich nicht hätte vorstellen können, ja? weil wir können in jede Energie hinein. Mhm. Gut, und das Letzte, was wirklich meine Leidenschaft ist, ist eben Vaterschaft. Vaterschaft, ja, ich habe es so oft gesagt, wir programmieren unsere Kinder von 0 bis 7. Wenn sie äh, 0 bis sieben Jahre alt sind, legen wir in ein Programm äh, zu, quasi, äh, dass sie für immer äh, abspulen nach ihrem Leben, außer sie arbeiten nachher bewusst daran und äh, ja, machen auch persönliche Weiterentwicklung oder Sonstiges, ähm, dass sie merken, okay, es läuft eigentlich nach dem Programm und das Programm hat man mir quasi mitgegeben in meiner Kindheit. Und da ist es einfach sehr, sehr wichtig, wie verhalten wir uns als Väter. Auch als Mütter natürlich logisch, aber äh, wie, wie reagieren wir bei Konflikten? Wie, wie gehen wir mit unseren negativen Emotionen um, um? Wie sehen wir das Leben? Wie reden wir zu Hause miteinander? Wie reden wir mit dem Kind, äh, mit den Kindern? Wie reden wir mit dem Partner, Partnerin? Ihr seht, das spielt alles ineinander. Wenn du unbewusst bist und dein, äh, deine Energie, du nur eine trainiert hast in deinem Leben und die anderen dir total fremd sind, und du keine Ahnung hast, dass du dein Kind programmierst, dann bist du einfach ein, un, ähm, ein unbewusster Vater. Und das kreiert unbewusste Kinder. Aber wenn du dir dieses Video anschaust, dann weißt du es. Und in diesem Moment hast du auch schon die Verantwortung. Es liegt jetzt an dir, dass du an diesen Sachen arbeitest. Und äh, wie in anderen Videos auch gesagt, es geht nicht darum, dass jeder jetzt keine Ahnung, Millionär wird oder ein Geschäftsführer oder CEO oder was auch immer. Nein, es geht um die beste Version von dir. Mit diesen drei Punkten kommst du wirklich weit in deinem persönlichen Leben. Und so ist es nun mal, kreieren wir unsere Generation, unsere Welt der Zukunft. Ob bewusst oder unbewusst. Ich mache es lieber bewusst und arbeite an mir und helfe anderen Menschen. Weil es ist ein, ein unheimlich schönes Gefühl, wenn du siehst, du hast wirklich jemand helfen können. Für mich eigentlich das Schönste, was man im Leben tun kann, wenn ihm wirklich irgendjemand helfen kann. Und äh, ja, es lohnt sich, jeden Tag aufzustehen, um solche Sachen zu machen. Gut, das war's im Großen und Ganzen. Äh, wenn euch dieses Thema interessiert, macht's mit bei meiner kostenlosen 5 tages challenge zum Beispiel. Kostprobe meiner Arbeit, äh, immer jeden Monat vom 1. bis zum 5. Oder macht's mit! bei meinem sechs Monate Online-Coaching, Busy Dad Online-Coaching, dort machst du ein Coaching in der Gruppe und das ist noch, noch ähm, wirkvoller, es hat noch mehr Kraft, weil es in einer Gruppe stattfindet und du bist sofort in einem Umfeld von Menschen, die etwas erreichen wollen. Und wenn du äh, über Umfeld, habe ich eh schon ein Video gedreht, ein, dein Umfeld ist Schlüssel in deinem Leben. Wenn du ein Umfeld hast, das dich runterzieht. Good luck und äh, hier hast du ein umfeld äh, an menschen die wirklich an sich arbeiten wollen und das auch aktiv tun äh, ja oder ähm, ja, du schaust einfach vorbei bei meiner seite ich habe zwei kleine kurse wo ähm, ein, ein kurs dreht sich speziell um die krise in deinem leben oder die momentane krise auf der welt wie kannst du das am besten handeln und die andere der eine kleine kurs geht die äh, Bisschen tiefer in Beziehungen rein, Beziehungen besser verstehen. Wenn dich das genauer interessiert, schau es dir an, vielleicht ist das was für dich. Und ansonsten, ja, liken, disliken. Hat euch dieses Video gefallen? Hat es euch nicht gefallen? Ähm, kommentiert es gerne. Äh, über was würdet ihr gerne ein Video hören? Über welches Thema? Ich gehe sehr, sehr gerne rein in diese Themen, weil es mir unheimlich viel Spaß macht und weil, ja, wie vorher schon gesagt, es gibt eigentlich nichts Schöneres, um Menschen zu helfen. Okay? Gut, ähm, ja, ich wünsche euch alles Gute, nur das Beste. Und äh, ja, Beziehungen, Bewusstsein, Vaterschaft, das ist mein Ding. Let's change the world together. Euer Bitte.